Spätestens nach ein paar Wochen Aquarellmalen möchte man das perfekte Aquarellpapier für sich finden. Damit dir die Suche nach deinem besten Aquarellpapier leichter fällt, habe ich einen großen Aquarellpapiertest gestartet. Dabei habe ich 12 Papiere der Firma Hahnemühle unter die Lupe genommen und stelle sie dir hier in der Übersicht vor. So bekommst du heute eine kleine Einführung in das Thema Aquarellpapier und wirst hier hinterher in der Entscheidung, welches du nutzen möchtest, sicherer sein. Im Fachjargon werden kräftigere Aquarellpapiere Aquarellkarton genannt und so findest du sie auch oft im Laden oder Onlineshop deines Vertrauens. Auf der Suche nach dem perfekten Untergrund für die eigenen Aquarelle stellen sich die folgenden Fragen am häufigsten. Welches Aquarellpapier wälzt sich am wenigsten? Welches trocknet plan wieder aus? Welches Aquarellpapier ist besonders dick und fest? Welches Aquarellpapier hat eine besonders glatte Oberfläche? Welches Aquarellpapier hat eine besonders intensive Oberflächenstruktur? Wo und wie kann ich Aquarellpapiere am besten testen? Aquarellpapier im Block? Leimung, einseitig versus vierseitig? Und Farbauftrag auf Aquarellkarton? Diese Fragen werde ich in diesem Beitrag so gut wie möglich beantworten. Welches Aquarellpapier wälzt sich am wenigsten? Beim Härtetest der Papiere haben sich erstaunliche Ergebnisse gezeigt. Die Papiere Echtbütten Aquarellkarton Hahnemühle 200 Gramm pro Quadratmeter in matt sind bei üppiger Befeuchtung mit einem Verwaschpinsel glatt auf der Unterlage liegen geblieben. Bei einem so leichten und dünnen Papier ist das eher nicht zu erwarten gewesen. Allerdings hat es sich beim Trocknen dann in die komplett andere Richtung eingerollt. Die zweite und dritte Überraschung gab es mit den Papieren Turner und Cézanne, die ebenfalls sehr glatt auf dem Tisch liegen blieben, während sie befeuchtet waren. Welches trocknet plan wieder aus? Nach meinem ersten Extremtest, bei dem ich alle Papiere ordentlich mit Wasser eingeweicht habe, hat sich das Cornwall am stärksten und sehr extrem gewölbt. Es hat sich beim ersten Trocknen schon fast komplett zusammengerollt. Als Erweiterung des Tests habe ich alle Papiere erneut gewässert und eingespannt. Der zweite Test zeigte, dass sich alle Papiere wieder sehr gut in ihre alte Form eingefügt haben. Wie zu erwarten war das Schwergewicht Hahnemühle Leonardo dabei am besten. Während sich die dünneren Papiere in sich gewellt haben, was es erforderlich machen würde, sie beim Trocknen vollflächig zu beschweren. Die Aquarellkartons Leonardo 600 Gramm, Cornwall 450 in matt und in rau haben nach dem fixierten Trocknen die geringste Wellung innerhalb des Papiers. Hier zeigt sich deutlich, dass das Papiergewicht einen deutlichen Vorteil mit sich bringt, wenn man sehr nass arbeitet. Welches Aquarellpapier ist besonders dick und fest? Ein besonders dickes, schweres und stabiles Aquarellpapier ist der Karton Leonardo 600 Gramm. Mit 600 Gramm pro Quadratmeter ist das Leonardo ein echtes Schwergewicht von der deutschen Firma Hahnemühle. Es besteht aus 100% Hadern. Leonardo gibt es in den Oberflächen rau, satiniert und matt, im Künstlershop und auf Amazon. Den Block gibt es in 24x32, 30x40 oder in 36x48 mit jeweils 10 Blatt. Welches Aquarellpapier hat eine besonders glatte Oberfläche? Besonders glatt und damit sehr gut zum Scannen von Aquarellen geeignet ist der Aquarellkarton Burgund 250 Gramm in matt. Du findest es zum Beispiel auf Amazon oder im Künstlershop in verschiedenen Größen. Als vierseitig geleimter Block wird das Papier in folgenden Größen hergestellt. 17x24, 24x32, 30x40 und 36x48 cm. Der Block beinhaltet jeweils 20 Blatt des Papiers. Welches Aquarellpapier hat eine besonders intensive Oberflächenstruktur? Am stärksten strukturiert ist der Karton Cornwall in rau mit 450 Gramm pro Quadratmeter. Die Fläche zeigt die ganz typische Siebstruktur von Aquarellkartons in einer großen Skalierung. Darauf sind besonders große und eher verwaschene Aquarelle möglich. Feine Illustrationen würde ich eher mit dem Cézanne, Burgund oder Harmony erstellen. Wo und wie kann ich Aquarellpapiere am besten testen?
Von der Firma Hahnemühle gibt es den Block Aquarell Selection, in dem genau die in diesem Test verwendeten Papiere als Set enthalten sind. Dadurch ist es möglich, dass du dir selbst ein Bild machst, ohne die Investition für 12 oder mehr Blöcke einzugehen. Wenn du also schon ein versierter Aquarellmaler bist und nur noch das perfekte Papier für dich suchst, dann kann dieser Block eine echte Erleichterung für dich sein. Außerdem macht es auch tierisch Spaß, alle Papiere mal günstig durchzuprobieren. Aquarellpapier im Block. Aquarellpapier wird sehr häufig im Block gekauft. So ist es geschützt und direkt aufgespannt. Hochwertige Blöcke erkennt man unter anderem daran, dass sie vierseitig verleimt sind. Blöcke gibt es in diversen Größen direkt vom Hersteller und haben eine stabile Rückpappe, sodass man auch gut darauf arbeiten kann, wenn man das letzte Blatt benutzt. Zudem haben sie einen schützenden Umschlag, der die Papiere und Bilder vor Beanspruchung bewahrt. So bleibt das Papier auch bei Lagerung vor Staub und Licht geschützt. Leimung einseitig versus vierseitig. Ein günstiger Aquarellblock mit minderer Qualität ist einseitig verleimt, wie ein normaler Notizblock, und wird oft von Kindergärten genutzt, da sie wirklich günstig sind. Dafür sind sie aber auch wirklich nicht empfehlenswert, wenn man ernsthaft vorhat, ein Bild zu malen. Durch die einseitige Verleimung von Aquarellblöcken werden sich die Papiere bei der Berührung mit Wasser stark wellen oder gar zusammenrollen. Zum Malen müsste das Papier so an allen Seiten beschwert oder händisch aufgezogen werden. Gerade für Kinder, die ja schnell etwas malen wollen, halte ich persönlich diese Art der Nutzung für völlig ungeeignet. Bei einem vierseitig geleimten Block sind alle vier Seiten des Papiers befestigt, sodass es sich beim Trocknen automatisch wieder in seine normale Form zurückzieht. Die Seiten rollen sich beim Malen nicht auf und bleiben an Ort und Stelle. Auch bei vierseitig geleimten Blöcken kann sich natürlich das Papier beim Malen wellen, zieht sich aber wieder von allein zurück in seinen Normalzustand. Farbauftrag auf Aquarellkarton. Der Farbauftrag war auf allen getesteten Papieren sehr gut. Auf den matten und rauen Oberflächen braucht es natürlich mehr Feuchtigkeit, wenn man einheitliche Farben erzeugen möchte. Auf den stark strukturierten Papieren werden die sogenannten Lichtchen erzeugt, wenn man mit, in Klammern zu, wenig Wasser arbeitet. Das sind die kleinen weißen Pünktchen in der Farbe. Sie entstehen in den Vertiefungen der Struktur der Oberfläche. Beim Arbeiten mit sehr viel Wasser werden aus den kleinen Tälern in der Oberflächenstruktur Pigmentseen, die sich dann durch intensivere Farbe auszeichnen. Auch die glatten Papiere im Test haben einen sehr guten Farbauftrag gezeigt. Natürlich sind hier die Flächen gleichmäßiger. Ich habe in meinem Test nirgends den gefürchteten Effekt gehabt, dass die Pigmente einfach wieder vom Papier abperlen. Bei den Preisen will ich das aber auch gehofft haben. Der Unterschied zwischen Billigpapier und Künstlerpapier ist im Test wieder einmal deutlich geworden. Daher habe ich mir vorgenommen, speziell zu diesem Thema demnächst einen weiteren Beitrag zu verfassen. Hiermit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal, eure Julia. Ciao!